Für die Bedürfnisse unterstellen wir, sie sind unbegrenzt. Bitte notieren. Die Bedürfnisse sind unbegrenzt. Schreiben Sie das Wort so auf der Höhe so von dem Pfeil, von diesem Konfliktpfeil. Sie sehen schon, worauf das hinausläuft hier, ne? Die Bedürfnisse sind unbegrenzt und die Ressourcen bzw. Güter sind begrenzt und voilà, da haben wir einen Konflikt. So ist die Grundannahme. Ja, aus diesem, dass man sich nicht alles kaufen kann, was man gerne kaufen möchte. Mal ganz einfach gesagt. Ja, man hat Bedürfnisse, man würde gerne, aber das Geld reicht nicht. Daraus entsteht der Zwang zum Wirtschaften. Der Zwang zum Wirtschaften entsteht aus diesem Konflikt. Na, bei dem Konflikt kommt ein Pfeil, genau, und dann kommt wieder eine Linie. Zwang zum Wirtschaften, das ist das, was auf diesem Konflikt entsteht. Bitte notieren. Aus dem Konflikt heraus entsteht der Zwang zum Wirtschaften. Und dieses Wirtschaften äußert sich in zwei Ausprägungen. Wir nennen es das Minimalprinzip und das Maximalprinzip. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.